Fabians Universe. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich wollte mich an erster Stelle erstmal bedanken für 500 Abonnenten. Es ist einfach irgendwie so ein bisschen unreal. Man kann sich das nicht so richtig vorstellen, wie viele Menschen das sind. Aber ja, auf jeden Fall vielen, vielen Dank. Und ich dachte, was mache ich für ein Video, was dem Anlass würdig ist? Weil ich über die letzten Monate, seit ich mein Video zu meinem Studiengang Ernährungswissenschaften veröffentlicht habe, sehr, sehr viele Fragen zu dem Studiengang an sich bekommen habe, dachte ich mir, ich mache mal so ein kleines Frage-Antworten-Video. Einfach, weil sich einige Fragen doch gehäuft haben, beziehungsweise ich manche Fragen 5-mal beantwortet habe, was ich an sich nicht schlimm finde, aber ich dachte, ja, damit sich jetzt auch nicht jeder die Mühe machen muss und eine Frage stellen muss, beantworte ich einfach mal ein paar, die mir sehr oft gestellt wurden. Ich glaube, das werden mehrere Teile werden, beziehungsweise ich glaube, ich werde mehrere Teile mal filmen. Ich würde sagen, wir labern nicht so viel, sondern fangen direkt an. Erstmal zu mir. Ich studiere in Halle an der Martin-Luther-Universität. Die Frage habe ich erstaunlicherweise sehr oft bekommen. Und mir gefällt die Uni sehr gut. Also die meisten Dozenten sind super, super cool. Und ja, generell, mein Campus ist auf jeden Fall sehr, sehr schön, finde ich. Welchen NC braucht man für das Studium? Das kann ich jetzt nur für meine Uni beantworten. Bei mir war er damals bei 2,0 und ich glaube in dem Vorjahr 1,9. Und der NC wird ja immer erst nach der Bewerbungsfrist quasi festgelegt, weil man dann ja erst sagen kann, okay, bis zu dem und dem Schnitt können wir alle aufnehmen. Deswegen orientiert man sich ja eigentlich immer an den Vorjahreswert. Also habe ich mich damals an 1,9 orientiert, wenn das jetzt gerade Sinn macht. Ja, und in meinem Jahr haben wir dann später erfahren, dass der Schnitt bei 2,0 lag. Das ist abhängig davon, wie viele Plätze die Uni hat, generell wie groß der Andrang bei einer Uni ist. Eigentlich kann man das immer auf den Uni-Websites sehen. Also ich habe das damals auf meiner Uni-Website, bei der ich mich bewerben wollte, nachgeschaut und habe das da gefunden. Es ist, glaube ich, ein bisschen versteckt, aber wenn man da ein bisschen Recherche betreibt, dann findet man da auf jeden Fall eine Zahl. Was will ich nach dem Studium machen? Als ich begonnen habe, war ich ziemlich sicher, dass ich in die Beratung gehen möchte, aber mittlerweile bin ich da so ein bisschen von abgerückt. Ich kann nicht mal genau sagen, woran es liegt. Aber mittlerweile finde ich auch die Qualitätssicherung spannend. In ein Unternehmen gehen und zum Beispiel in der Produktentwicklung mitarbeiten, irgendwelche coolen, gesunden Snacks zum Beispiel auf den Markt bringen, die nicht komplett voll mit Müll sind. Das Ding ist, mit dem Studium kann man in so viele verschiedene Richtungen gehen, dass es wirklich, wirklich schwer ist, sich da auf eine Sache festzulegen. Mal schauen, wo mich das Leben... Da ich jetzt bald mit meinem Bachelor fertig bin, plane ich auch eigentlich noch einen Master danach zu machen. Je nachdem, wie mein Bachelorschnitt am Ende ist, werde ich dann auch noch einen Master dranhängen. Den werde ich wahrscheinlich auch hier machen, weil es eigentlich am sinnvollsten ist, einen Master an der Uni zu machen, wo man auch den Bachelor gemacht hat, weil man dann direkt weiter studieren kann und nicht erst ja, alles fertig haben muss, also Bachelorzeugnis und alles haben, um dann weiter zu studieren. Ja, das sind meine Pläne. Das war, glaube ich, jetzt wirklich eine der häufigsten Fragen, und zwar, welche Vorkenntnisse braucht man? Und da wurde meistens eben nach den Naturwissenschaften gefragt, also Bio, Chemie, Physik und eben auch Mathematik. Und prinzipiell kann ich sagen, man braucht keine Vorkenntnisse. Alle Themen, die in der Klausur drankommen, werden in den Modulen vorher in den Vorlesungen, in den Seminaren, in den Übungen behandelt. Da wird zumindest bei mir war es so, kein weiteres Wissen erfordert. Es ist aber so, dass das Tempo in der Uni sehr, sehr viel schneller ist als in der Schule. Also wirklich sehr, sehr viel schneller. Und da hilft es einem am Anfang, wenn man die Themen, die in den ersten Vorlesungen behandelt werden, schon kennt und sich dann so ein bisschen an das Tempo langsam gewöhnen kann und halt nicht direkt am Anfang schon da sitzt und überhaupt nicht mitkommt. Versteht ihr, was ich meine? Deswegen ist es auf jeden Fall hilfreich, aber keine Pflicht. Ich gehe jetzt nochmal kurz auf die einzelnen Fächer ein. Also Mathe brauchte ich in einem Semester nur in einem Modul, also nicht wirklich viel. Und das war auch alles Mathe bis zur 12. Klasse. Also ich hatte Mathe-LK. Und ich fand, es war auf jeden Fall niedriger als das Niveau Mathe-LK und alles sehr, sehr gut erklärt und leicht verständlich. Bei Physik war es genauso, das war auch nur ein Modul im zweiten Semester und hatte nur bis zur 10. Klasse Physik und habe es dann abgewählt. Deswegen hatte ich so ein paar Probleme in Physik, aber auch da hatten wir ein Seminar dazu, was unglaublich viel geholfen hat, weil wir da eben ganz viele Übungsaufgaben zusammen gemacht haben und, Hausaufgaben halt gemacht haben und ja, im Endeffekt kommt man da auch gut durch, wenn man sich eben anstrengt und ich weiß nicht, durch ein Modul kann man sich mal durchquälen, glaube ich. Bei Chemie und Bio sieht es ein bisschen anders aus. Also Chemie ist auf jeden Fall ein sehr, sehr großer Teil des Studiums. Also man hat es direkt am Anfang 2 Semester Chemie, dann hatte ich noch 2 Semester Biochemie und jetzt habe ich gerade
dieses Semester und nächstes Semester Lebensmittelchemie. Und da geht es wirklich sehr viel um Strukturformeln, um ja, chemische Reaktionen, alles was halt Chemie betrifft so. Und auch relativ kompliziert, würde ich jetzt mal behaupten. Vor allem relativ große Strukturformeln in der organischen Chemie zum Beispiel. Also da sollte man auf jeden Fall die Grundkenntnisse in Chemie haben. Oder diese eben, bevor man anfängt mit dem Studium, nachholen, sich ein Buch kaufen zum Beispiel und ja, das anhand des Buches irgendwie nochmal sich selbst beibringen, falls man es in der Schule nicht gelernt hat. Und Bio ist, finde ich, genauso wichtig wie Chemie, auch wenn man jetzt Bio direkt nur ein Semester hat als Fach. Aber ja, dann hat man eben wieder Biochemie, dann hat man auch Physiologie, wo auch viel Bio drin ist. Und da hilft es einem auch, wenn man eben Vorkenntnisse hat. Und da ist es auch wichtig, dass man grundlegenden biologischen Prozesse versteht, weiß, was Zellatmung ist, weiß zum Beispiel, was ein Aktionspotenzial ist, wobei wir das sogar auch noch gelernt haben in Physiologie. Also wenn ihr Bio und Chemie gute Kenntnisse habt, dann seid ihr schon auf der sicheren Seite und Mathe und Physik sind so ein bisschen vernachlässigbar. Die nächste Frage war, wie viel Zeit man für das Studium opfern muss, sage ich mal. Also wie viel Zeit man pro Woche investieren muss, und der Studiengang wird als Vollzeitstudium deklariert. Und ich muss sagen, in der Vorlesungszeit hängt es sehr, sehr stark vom Stundenplan ab. Ich hatte Semester wie zum Beispiel das letzte Semester, also das vierte, jetzt bin ich gerade im fünften. Da war mein Stundenplan sehr, sehr mau. Also ich hatte nicht so viele Module, beziehungsweise ich hatte nicht so viele Veranstaltungen in einer Woche. Das war sowieso das Online-Semester und da fielen dann auch ein, zwei Seminare weg, wo wir dann einen Vortrag halten mussten. Und da hatte ich sehr, sehr viel Freizeit. Also da würde ich sagen, da habe ich vielleicht 20 Stunden, wenn überhaupt, in der Woche in das Studium investiert und bin eben am Ende gut durchgekommen. Und dann gibt es aber auch Semester, wie bei mir war es, glaube ich, das zweite Semester oder das dritte. Vielleicht auch beide. Ich glaube, es war das dritte. Wo ich wirklich teilweise jeden Tag in der Woche bis abends 18, 19 Uhr dran saß und irgendwas nachgearbeitet habe, weil ich sehr, sehr viele Vorlesungen hatte. Wie gesagt, es hängt ab von eurem Stundenplan. Also sagen wir mal so, wenn euer Stundenplan relativ leer aussieht, dann habt ihr natürlich auch mehr Freizeit, weil ihr dann weniger von eurer Freizeit für die Nachbereitung opfern müsst. Aber wenn euer Stundenplan schon sehr voll aussieht und ihr einen Tag habt, wo ihr von 8 bis 16 Uhr durchgängig Uni habt, dann könnt ihr euch vorstellen, wenn ihr euch danach noch hinsetzen müsst und das alles nacharbeiten müsst, dann dauert das natürlich dementsprechend länger. Trotzdem finde ich, dass man genug Freizeit hat immer noch. In der Prüfungszeit sieht das ein bisschen anders aus. Also bei uns geht die Klausurenphase immer so 2-3 Wochen, wo halt wirklich Prüfungen sind. Manchmal hat man davor noch eine Woche Leerlauf, aber manchmal war es auch so, dass wirklich wir bis Freitag Vorlesungen hatten und am Montag schon die erste Klausur geschrieben haben. Und vor allem in dieser Zeit, wo man eben lernen muss und noch Vorlesungen hat, kann es sehr, sehr stressig werden. Da muss man wirklich ein bisschen mehr Zeit einplanen, damit man dann nicht in Zeitdruck gerät und rechtzeitig anfängt. Das ist, glaube ich, der Tipp, den man jeder immer an den Kopf wirft. Aber es ist wirklich so. Also wenn man rechtzeitig anfängt, beziehungsweise über das Semester verteilt auch schon. Ich schreibe jetzt zum Beispiel während des Semesters immer schon meine Lernzettel. Das heißt, am Ende habe ich eben meine Lernzettel schon fertig und musste nur noch lernen. Und das spart sehr, sehr viel Zeit. Man kann natürlich auch immer Prüfungen schieben, aber damit habe ich schlechte Erfahrungen gemacht, deswegen würde ich es auch nicht empfehlen. Eine Frage, die ich auch sehr oft bekomme, ist die Frage, ist es das richtige Studium für mich? Und die Frage kann ich für euch natürlich nicht beantworten. Ich kann euch nur ein paar Denkanstöße geben, was man mit ins Studium mitbringen sollte. Ich hatte schon Jahre vor meinem Studienbeginn großes Interesse an Ernährung. Also ich habe mich selber schlau gemacht über Ernährung, habe viel darüber gelesen, habe Videos darüber geguckt und habe dann festgestellt, so, ja, vielleicht sollte ich irgendwas in die Richtung studieren, weil es mir echt Freude bereitet hat, mich darüber zu informieren. Außerdem hatte ich auch schon immer ein großes Interesse am menschlichen Körper, also wie die ganzen Organe funktionieren, die ganzen Stoffwechselprozesse im Körper, also eben auch im Bio, als man dieses Thema Zellatmung hatte und Aktionspotenzial, da war ich immer vorne mit dabei, weil mir das große Spaß gemacht hat. Und wenn generelles Interesse an Chemie und Bio besteht, also vor allem mehr sogar an Chemie, bei mir war das Interesse bei Chemie immer größer als bei Bio, dann ist es das Richtige für euch. Also wenn es euch genauso geht, wenn ihr Bock habt, irgendwas über Ernährung zu erfahren, wenn ihr aber auch großes Interesse am Körper habt, Anatomie, Physiologie und alles, was dazugehört, also so ein bisschen in Richtung Medizin auch, und wenn ihr eben Interesse an den Naturwissenschaften habt, aber vor allem an Chemie und Bio, dann ist es das Richtige für euch. Ja, dann habe ich noch eine Frage bekommen, was meine Lieblingsmodule in der Uni sind, beziehungsweise meine Lieblingsmodule bis jetzt.
Und das waren bei mir auf jeden Fall Anatomie, was, glaube ich, viele gehasst haben, weil es sehr, sehr schwer war, beziehungsweise die ganzen lateinischen Begriffe und so zu lernen, war echt nervenaufreibend. Nervenaufreibend. Aber ich weiß nicht, mir hat es so viel Spaß gemacht, was über den Körper zu lernen und über die einzelnen Organe. Deswegen, das war auf jeden Fall eins meiner Top-Fächer. Und dann Humanernährung und Pathophysiologie bzw. Pathogenese ernährungsbedingter Krankheiten heißt es, glaube ich, richtig. Also eben diese Ernährungsmodule, wo man etwas über Ernährung lernt, welche Krankheiten man mit Ernährung behandeln kann bzw. die Symptomatik mit Ernährung verbessern kann und dass manche Ernährungsweisen eben auch manche Krankheiten auslösen können. Kommen wir zur nächsten Frage und zwar, kann man sich Module aussuchen? An sich gibt es bei mir an meiner Uni einen festen Plan, welche Module wir belegen müssen bzw. bestehen müssen, um unseren Bachelor zu bekommen. Und dazu gehören aber auch zwei Wahlpflichtfächer. Und da kann man zwischen 6 oder 7, ich bin mir gerade nicht sicher, Fächern sich zwei Wahlfächer aussuchen. Uns wird nicht vorgegeben, wann wir welches Modul belegen müssen, aber es gibt immer eine Empfehlung. Das bezieht sich dann eben darauf, in welches Semester es am besten passt, weil ja manche Module aufeinander aufbauen und dann ist es besser, wenn man das eine vor dem anderen belegt hat und die nicht irgendwie andersrum belegt oder gleichzeitig belegt. Und damit sich zum Beispiel auch nichts terminlich überschneidet bei den Vorlesungen. Und ich habe mich daran gehalten, also ich habe jedes Modul dann gemacht, wann es empfohlen wurde und ich muss sagen, das hat echt gut geklappt. Also die haben das echt gut eingeteilt. Deswegen schafft man es eigentlich auch in Regelstudienzeit, außer im nächsten Semester geht es alles schief und ich muss noch ein Semester dranhängen, aber eigentlich liege ich gerade perfekt im Zeitplan. Es gibt Leute, die tatsächlich mehr Module schon in die früheren Semester reinhauen, um sich dann ein bisschen Freizeit zu schaffen im 6. Semester, wenn man die Bachelorarbeit schreibt. Ich denke, dass die Uni das schon ganz gut geplant hat und wenn man will, kann man mehr Module belegen. Vielleicht ist man dann ein Semester früher fertig. Ich finde, man sollte auch ein bisschen sein Studium genießen, auch die Freizeit, die man in den ersten Semestern vielleicht noch mehr hat und ja, sich da jetzt nicht so unnötig viele Module reinhauen. Ich glaube, ich habe jetzt schon relativ lange geredet. Ich habe noch Fragen, aber ich mache daraus einen zweiten Teil, weil sich, glaube ich, niemand ein 30-minütiges Video hier anschauen möchte. Wenn euch das Video gefallen hat, dann schreibt gerne ein paar weitere Fragen in die Kommentare, damit ich ein paar Fragen beantworten kann, die noch unbeantwortet sind. Und ich hoffe, wir sehen uns bei meinem nächsten Video wieder. Bis dann!